Ja, dann kann ich ja schon mal anfangen zu als... What the... fucking... Jesus. Deine Mama. Deine Mama. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Episode von SCPD, war wir von heute den Rapid Cruiser des Los Santos Sheriff's Department und fahren eine kleine Highway Patrol, würde ich sagen. Wir machen ein paar Traffic Stops, das Übliche, was so Highway Patrol zu tun hat, Verkehrseinsätze, Unfälle und so weiter, was halt so die ganzen Call-Out-Mods und so weiter bringen. Und ja, dann wünsche ich viel Spaß bei der Episode und wir fahren direkt los, denn ich habe eine Menge zu erzählen heute. So, wir machen erstmal das Licht aus. So. Natürlich wieder wie immer das Los Santos typische, beziehungsweise den Los Santos typischen Sonnenuntergang, den ich ja so sehr mag, muss ich sagen. So, wir können auch übrigens erstmal, bevor ich irgendwas mache und irgendwas erzähle, die HUD und die Map wieder einstellen, damit wir auch wissen, wo wir hinfahren. Wir folgen natürlich einfach mal dem Highway, würde ich sagen. Ich habe installiert übrigens neu ein paar Mods, unter anderem das Automatic irgendwas Kennzeichen Reader Dingens Plate Num Plate irgendwas Gerät, was einfach automatisch die ganzen Kennzeichen und so weiter abcheckt, ob da irgendwas vorliegt gegen das jeweilige Fahrzeug bzw. den jeweiligen Fahrer. Und noch dazu, was macht der hier? Der ist nicht so ganz sicher, was er zu tun hat. Dem geht so wie mir quasi. Noch dazu habe ich installiert ein Flashlight, was vom Fahrzeug aus ausrichtbar ist und so weiter und so fort, damit wir halt bei Verkehrskontrollen zum Beispiel von hinten das Fahrzeug einigermaßen anständig ausleuchten können und sehen, was so vor sich geht, noch bevor wir am Auto quasi sind, weil manchmal ist es ziemlich gefährlich, sowas zu machen. Und ich würde den einfach jetzt mal ganz kurz kontrollieren, wenn wir schon mal dabei sind, je nachdem, wo er gerade mal anhalten möchte. So, und sobald wir den Traffic Stop hinter uns haben, würde ich sagen, komme ich dann zu dem Punkt, was ich eigentlich erzählen wollte. Bin ich jetzt eigentlich schon am Fahrt? Ja, jetzt, okay. So, kommt da noch jemand? Okay. So, jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, was ich machen wollte, ich Idiot. Lag. Dankeschön. Ich dachte schon, what's up, man? So, und hier kann man, ihr seht schon im Hintergrund, kann man das richten, links und rechts. So, was uns natürlich jetzt bei dem Fahrzeug gerade nichts bringt. Aber naja, wir gucken uns das mal an hier, den Typen, ganz kurz. Muss natürlich aufpassen, weil sich das natürlich nicht mit den runden Leuchten da verträgt. Weil jetzt habe ich nämlich die runden Leuchten abgeschalten, ich Idiot. So, schönen guten Tag, Los Santos Highway Patrol. Ich habe mir gern Ihre Papiere gesehen, allgemeine Verkehrskontrolle. So, da gucken wir mal. Und wir checken das am Computer ganz kurz ab, weil ich sowieso wieder die Signallichter anschalten möchte, weil das mir doch schon ein bisschen gefährlich ist, wenn wir hier einfach so auf der Straße stehen und nichts anhaben. So, das können wir auch zusätzlich noch anschalten. Mason Monroe. Der Name kommt mir bekannt vor. Okay, sind zwei Haftbefehle immerhin, aber immerhin eine gültige Fahrlizenz. Halleluja. So, habe ich jetzt das Ding eigentlich schon an? Okay. Gut, da bin ich jetzt gespannt. Hoffentlich bleibt er stehen, der Gute. So, Sir, ich bitte Sie mal auszusteigen. Okay, now get out. Let me see your hands on the roof. Attention all units. We have a report of a mugging. So, Sir, gegen Sie liegen Haftbefehle vor, die ich hiermit vollstrecken muss. Inwiefern und welche Haftbefehle, das sehen Sie dann auf dem Polizeirevier. Ich bitte Sie einfach, sich ruhig zu verhalten, keine Anstalten zu machen, damit wir das ganz gechillt um die Bühne, über die Bühne bringen können. Okay, Sir, dann bitte umdrehen, ich lege jetzt Handfesseln an, verfrachte Sie in das Fahrzeug von mir und dann fahre ich Sie natürlich auf die Polizeistation. Machen wir alleine, ja, ihr könnt schon weiterfahren, ich muss bloß noch ganz kurz den Kollegen hier, Platz nehmen lassen, damit wir überhaupt mal vorankommen. Fahr mir jetzt ja nach hinten rein, du. So, dann kontrolliere ich noch den Senf im Kofferraum. Ja, dann kann ich ja schon mal anfangen zu als... What the... fucking... Jesus. Deine Mama. Deine Mama.
God damn it. Vibriert meine Hose, mein Handy vibriert, Halleluja. Aber wenn wir schon mal dabei sind, was ich außerdem installiert habe, wie man sieht. Der Los Santos Medical Center, Rettungswagen. Wo vielleicht auch die nächsten Tage mal ab und zu eine neue, was war das? FTLC, FA oder sowas? Irgendwie sowas, halt Rettungswagen, Script-Dings. Ne? So, ich spawn mir ganz kurz ein neues Fahrzeug. So, ich habe den als News nochmal neu installiert, weil ich irgendwie nicht gecheckt habe, wie man hier die Libraries ändern kann, also die Skins von dem Fahrzeug. Das funktionierte irgendwie nicht so richtig. Shut up! Deswegen sind die hier normalen Skins vom Polizeipräsidium halt. Und ich habe extra den News nochmal installiert, wo nur diese, upsie, diese Sheriff's Departments Skins zu sehen sind. So, natürlich habe ich jetzt den Typen nirgendwo hier. Ich fahre mal ganz kurz. Vielleicht steht er hier noch irgendwo. Tatsächlich, dort hinten steht noch mein Fahrzeug. Das ist ja Wahnsinn, du. Sitzt er noch drin? Tatsächlich. Tatsächlich ist er noch in meinem Fahrzeug drin, du. Okay, jetzt mache ich aber Dings eine Straßensperre. Oh Gott. Hau bloß ab. Damit die langsamer fahren, weil durch die Straßensperren fahren die nämlich langsamer so. Und jetzt muss ich mal ganz kurz hier einen kleinen U-Turn. Ganz kurz, hallo. Bitte weiterfahren. Ganz ruhig weiterfahren. Brav. Fahr weiter. Genau, so ist das brav. So, und jetzt fahren wir dir erstmal zurück zum Polizeirevier, wo wir gerade eigentlich herkommen. Was macht ihr hier? Parteiversammlung? Oder was? So, okay, wir fahren dann direkt zum Polizeirevier. Was ist hier los? Was ist hier los, Kollegen? Braucht ihr Hilfe? Ich dachte schon, hier rennt jemand, den ihr verfolgt. Ja, nur halt mitten auf der Straße. So, wie gesagt, was ich erzählen wollte. Und zwar hat mir der Neil von Anfang an, ist der Abonnent irgendwann, unter den ersten 100 war der. Und der hat mir freundlicherweise sein GTA 5 bzw. sein Steam-Account zur Verfügung gestellt, damit ich mir GTA 5 runterladen kann und nicht meine Abteilung. Ja, damit ich mir das halt runterladen kann und testen kann, ob das bei mir läuft, weil eben mein Gedanke war, dass ich eben die 70 oder 60 Euro oder wie halt das Spiel kostet, keine Ahnung gerade, investieren soll in das Spiel GTA 5. Und ja, dafür musste ich halt erstmal gucken, ob es überhaupt auf meinem Laptop läuft, was natürlich von vornherein schon mal Quatsch war, weil ja gerade mal GTA 4 läuft, einigermaßen. Und auch nur an guten Tagen. So, das geht doch mal überhaupt nicht, was hier los ist. Das ist mein Highway, der hier versperrt ist. Warum auch immer. Was ist hier los bei euch? Kann sich hier irgendjemand drum kümmern? Danke. So, jetzt noch den. So, und ja, da habe ich das eben runtergeladen nach 7 Stunden. Irgendwann konnte ich es dann mal antesten und es lief erstmal die erste... die erste Mission lief ganz flüssig, aber das war wahrscheinlich auch nur, weil das in diesem kleinen, das ist mein Ding. Kann ich machen, ist eh disregard. Nein, okay. Dann einmal natürlich doch mal hin, auch wenn das überhaupt nicht meine Abteilung ist. Ich wollte eigentlich Verkehrskontrollen machen und so weiter und so fort. Aber dann halt im freien Modus, dann wo ich dann wie heißt er? Der farbige Typ halt. Ich habe das so ewig nicht mehr gespielt, deswegen habe ich keine Ahnung, wie die alle heißen da. Ja, im freien Modus ging es auch einigermaßen, bis ich dann halt anfing, ein bisschen schneller zu fahren und dementsprechend hat es dann geruckelt. Wahrscheinlich kommt er einfach nicht hinterher beim Stadtnachladen und so weiter, weil ich halt zu wenig Arbeitsspeicher ganz einfach habe wahrscheinlich. So, hier irgendwo. Okay, gucken wir uns mal ganz kurz hier um nach irgendwelchen verdächtigen Fahrzeugen. Und... Hat er irgendwas? Ne. Und ja, dementsprechend hat es halt sich tot
geleckt. Ab und zu, zwischendurch lief es eigentlich ganz flüssig. Hier steht irgendwas. Leuchtet, oder? Es sah so aus, als ob seine Rücklichter leuchten. Tun sie aber nicht. Und auf jeden Fall hat es halt totgeruckelt. Dann irgendwann habe ich noch so einen Benchmark-Test gemacht. Hier ist was. Okay, 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 okay. Was mache ich damit? I don't know. Ah, a bomb squad has been dispatched to your location. Das ist schön. Da fahre ich nochmal beiseite, damit ich überhaupt noch reinkomme. Is not available oder kommt das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Weil hören tue ich nichts. Oder bilde ich mir das ein jetzt? Ich höre nichts. Hallo? War das das Fahrzeug jetzt? Bin ich jetzt ganz bescheuert? Willst du mich eigentlich verarschen? Was ist heute los hier? Die veräppeln mich heute. Ist sie doch weg, die Bombe, oder? Bin ich jetzt völlig mit Schucke? Auf jeden Fall konnte ich es testen und jetzt steht halt fest, dass ich wirklich einen Computer brauche. Bin auch dabei, habe schon fleißig geguckt, ob ich irgendwas finde. Ich brauche auch keinen für 1300, 500 Euro oder keine Ahnung. Sondern mir reicht einer für 500, 600 wahrscheinlich. Da halt ein bisschen mehr kann. Ich brauche den für nichts sonst. Ich brauche den einfach nur für ein bisschen GTA. Und vielleicht das ein oder andere Spiel mal, was so auf meinem Laptop hat nicht so wirklich lief. So, jetzt gucke ich erstmal ganz kurz, wo ich hin muss. Immer noch auf dem Highway wollte ich eigentlich fahren. Ja. So, deswegen muss ich gucken, so 600, 700 Euro werde ich vielleicht investieren, aber mehr dann auch nicht. Hoffentlich bekomme ich für die Preisklasse irgendwas, vielleicht irgendwas Vergünstigtes oder sowas. Bin ich ja gespannt. Ich kenne mich halt wirklich bei sowas nicht aus. Ich bin da überhaupt nicht reingewachsen in die ganze Materie. Wie manche von euch vielleicht, die das seit 12 Jahren nichts anderes machen oder so. Weil ich hatte mit 14 Jahren echt anderes zu tun. Ich habe da meiste Zeit nur geschrieben, gezeichnet viel. Und hatte überhaupt nichts mit PC zu tun. Ich hatte einen uralten PC, wo ich 14, 15 war. Da lief mit Windows 95 oder 97 oder sowas. Und der Bildschirm war so alt, der hatte einen Blaustich. Bin ich dein Buddy? Ich bin von deinen Kollegen, du Spaten. Der hat einen Blaustich gehabt, der Bildschirm von meinem damaligen Computer. Und mit ein paar Schlägen ging das. Das ist schon eher unsere Abteilung, wenn das der ist. Beziehungsweise wenn der hier irgendwo ist. Natürlich auf dem anderen Highway, oder was? Komme ich da irgendwie hoch? Ganz kurz gucken. Jesus. Okay, dann werde ich sagen, fahren wir dahin. Mein Fahrzeug steht ja immer noch, was ich vor uns hingestellt habe. Können wir auch mal das Ding removen. Mein Fahrzeug ist noch völlig zerdellt von meinem kleinen Unfall, den ich vorhin hatte. Jesus Christ. So. Ja, wie gesagt, dann nochmal übrigens Dankeschön an den Neil. Weil ohne ihn hätte ich es nicht testen können, weil er hätte wahrscheinlich 50 oder 60 Euro in ein Spiel investiert, weil sie sowieso nicht spielen kann. Die mir dann wiederum beim Kauf eines Computers gefehlt hätten, was ziemlich blöd gewesen wäre. Aber dank ihm konnte ich es testen und sehe ein, dass ich tatsächlich einen neuen Computer brauche. Und dann läuft natürlich auch wieder LCP, die war ein bisschen besser. Vielleicht kann ich dann mit Fraps aufnehmen oder so, was wiederum möglich macht, dass ich INBs benutzen kann, das vielleicht dann flüssiger läuft und wo ihr keine Krise mehr kriegt. Was ist hier los? Ich stehe im Palm mitten auf der Straße. Das habt ihr alles nicht gesehen. So, wie ihr seht, geht hier schon wieder das Spiel in die Knie. Wo ist denn der Typ jetzt? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich wollte eigentlich auf dem Highway bleiben, mal ehrlich. Und jetzt bin ich hier schon wieder sonst wo. In der Pampa. Wenn ich wüsste, wohin der fährt. Ganz kurz beobachten. Okay, jetzt fährt er doch wieder zurück. Jesus. Vorsicht. Dankeschön. Ich biege jetzt hier rein, weil der garantiert wieder dort lang kommt irgendwo, oder?
Da hinten ist er. Eyes on suspect. Die machen hier wieder nichts. Das ist natürlich wieder typisch. Da ist er, da ist er, da ist er. Oh, ein schickes Fahrzeug. Hoffentlich fordert er uns in keine Verkehrskontrolle, genau, in keinen Straßenrennen hier. Was habe ich jetzt gemacht? Der flüchtet. What are you doing? Jetzt haben wir hier zwei Verdächtige. So, okay, wir ziehen den aus dem Auto. Und da hat sich schon die Fahrt geklärt für den. So, Los Angeles Police, Absturz. Nein, nicht ganz. So halb zumindest. Los Angeles Police Department, Hände hinter den Kopf, bitte. Sie sind festgenommen, Sir. Hallo? Hallo? Würde ich gerne mal Sie durchsuchen können? Okay, Sie sind hackedicht. Und heute leckt auch GTA 4 wieder, wie Hulle. Jetzt bleibt doch mal locker und stell dich hin, damit ich kontrollieren kann. Die kriegen den schon, oder? Den anderen kriegen die. So, jetzt bleib ruhig. Dankeschön. So, dann kümmern wir uns um den derweil mal. Während sich meine Kollegen um den anderen Spaten kümmert, der hier sonst was treibt. Ich habe keine Ahnung, warum der überhaupt ist auf Emma. Der Bad Guy ist. Aber bitteschön, Sie sind festgenommen, Sir. Würden Sie bitte stehen bleiben, sonst muss ich Sie tasern, ganz einfach. Was mir sehr viel Spaß bereiten würde, bloß mal so fürs Protokoll. Ja, so halb haben wir es. So halb, ja perfekt. So, wie gesagt, muss ich mir jetzt wirklich einen PC kaufen. Ich werde irgendwo ein Spendenkonto einrichten für mich und einen PC. Eine gute Idee, oder? So, lass ich jetzt aber abholen, weil ich jetzt keinen Bock habe, schon wieder hier durch die Kante zu fahren, den Typen. Na, ihr habt doch einen Helikopter eigentlich, oder ist er jetzt bei mir die ganze Zeit? Nö, oder? Hm. Na, auf jeden Fall wird er halt, wie gesagt, auch LCPD war vielleicht ein bisschen flüssiger dadurch. Wenn ich dann einen neuen PC habe, beziehungsweise überhaupt erstmal einen. Bei dem Laptop muss man auch dazu sagen, dass der auch wirklich schon alt ist. Der ist schon ein, zwei Jahre und bei PCs ist das, ich glaube, so ziemliches Rentenalter, weil da kannst du schon vergessen, neue Spiele zu spielen drauf. Und davon abgesehen sind zwei Jahre ja schon ziemlich scheiße lang, ne? So, der ist weg, okay, dafür ist der Einsatz für mich geklärt. Wo ist denn der, der andere jetzt hin? Der liegt hier... Ist er jetzt tot? Nee. Nee, okay, er lebt noch. Okay, der ist abgehauen. Gott sei Dank. So, da würde ich mir sagen, wir fahren auf diesen Highway, weil auf den anderen habe ich jetzt keinen Bock mehr zurückzufahren. Wir warten noch ganz kurz, bis sie den mitgenommen haben, damit hier alles klar ist. Ja, sieht gut aus. Perfekt. Dankeschön, Kollegen. Was ist das jetzt? Das machen die Kollegen, oder? Das machen die Kollegen. Sind eh dort. Das interessieren mich die jetzt. So, und ja, wie gesagt, wollte ich eigentlich Verkehrskontrollen machen. Aber das nützt hier wahrscheinlich nichts, weil hier der Highway einfach zu kurz ist. Sieht das nicht schön aus? Sieht das nicht schön aus? Okay. Und das ist ohne EMB, sieht das schon schön aus, ne? Ich finde das geil. Geil. Okay. Genug geschleimt. Was ist das hier? Nicht perfekt für Highway Patrol Kontrollen, aber hier kommen halt so wenig Fahrzeuge, weil ich kann halt auch wirklich nicht die Fahrzeuge bis voll hochknallen. Sonst ist alles im Arsch. Ich werde mir aber hier irgendwo eine Stelle suchen, wo ich mal ein paar Kontrollen machen kann. Hallo? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell weg. Hier ist eh offen. Dankeschön. So, hier ist doch ein guter Platz eigentlich. Hier kann niemand hin, hier kann jemand weg. Hier kommt keiner. Perfekt. So, dann würde ich sagen, stellen wir uns mal hin und gucken uns mal ein Loch in die Straße.
Ist aber echt ein schickes Spielzeug hier, dieses Gedöns. Finde ich cool. Man kann es hochsetzen, man kann es niedrig setzen. Schick, schick. Spotlight Switch, wie immer alles in der Videobeschreibung zum Download verlinkt. Das mache ich ja immer. Ganz einfach, weil ich weiß, wie es ist, wie scheiße es ist, wenn man zum Beispiel irgendwas Cooles sieht bei irgendwelchen Videos. Und tatsächlich dann nirgendwo verlinkt ist in Videobeschreibung oder sowas. Kannst du vergessen bei manchen YouTubern. Da sitzt du und guckst du und hier kommt keine Sau, ehrlich. Hier kommt keine Sau. Außer Rettungswagen und Feuerwehr kommt hier nichts. So, wir gucken einfach mal. Vielleicht findet man jemanden während der Fahrt, der irgendwie ein bisschen auffällig für uns ist. Übrigens, die Pads, die ich habe, die Polizistenmodelle. Ist hier überhaupt noch irgendjemand da in der Stadt? Ah, hier ist noch jemand tatsächlich. Hallo. Den krieg ich noch. Okay, Glück gehabt. Gut, ich stelle mich mal hier hin und warte mal ein bisschen ab, bis hier ein paar Leute kommen. Ein Bus kommt zum Beispiel. Auch okay. Gut, 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 gut. Vielleicht kommen ja ein paar Fahrzeuge, die hier irgendwas machen können. Auch nichts. So langweilig hier die Stadt. Aber ist halt der Job von Highway Patrol, dastehen, nichts machen, gucken, ob alles klar geht, ob jemand kommt, der irgendwie in irgendwelche Raster passt und so weiter. Jesus Christ. That's the job, man. Deswegen fahre ich mal weiter. Weil hier keine Sau kommt. Jetzt wollt ihr mir sagen, die kriegen es nicht geschissen, die Birne hier festzunehmen, mal ehrlich. Wenn sie jetzt wirklich dorthin fahren. Jesus. Fahren wir jetzt wirklich wieder dahin und machen das für die? Naja, weil wir eh auf dem Highway unterwegs sein wollten, dann würde ich sagen, machen wir das. Ich will eigentlich auch nur ein kleines Infovideo machen, dass es halt erstmal keine GTA 5 Videos geben wird, weil es einfach nicht möglich ist. Für mich derzeit ohne anständigen PC. Und dass ich mir jetzt einen PC kaufen werde und dass ich das getestet habe, GTA 5 auf minimalsten Einstellungen, also mehr als normal geht ja nicht. Ja, aber naja, was willst du machen? Da steckst du nicht drin. So, ich mache aber das Ding mal an, damit ich sehe, was vor mir irgendwer ist, der interessant werden könnte. Ah, es ist der State Warrant. Oh ja, nicht runterknallen. Wie wär's? Mit uns? Würdest du bitte anhalten? Jetzt habe ich diesen Einsatz da angenommen oder was und kann deswegen den Typen hier nicht anhalten. Alter Schwede. Ja, das ist gut. Das ist gut. Vorsicht. Stehen bleiben. Hallo. Der rast auf dem Abgesehen ganz schön. Jetzt ist der immer noch da hinten. Ich war, der war doch gerade ausgeblendet. Was will denn der von mir? Du, ich fahre jetzt dahin und schieße in den Kopf, ehrlich. Vielleicht cutte ich das auch einfach hier irgendwo, bis ich angekommen bin. So, wenn ihr jetzt dahin fahrt und den festnehmt, nur weil ich hier in der Nähe bin und das nicht eher hinbekommen habt, dann flippe ich aus. Wer ist hier unterwegs? Du. Hat er manchmal Nachteile, ne? Also der wäre schon längst abgehauen und ich wäre dann schon längst los gewesen, wenn ich den Helikopter nicht hinzugefordert hätte, aber weil der den halt die ganze Zeit im Auge behält. Ja, ja. Kollege macht das. Oh, Jesus Christ.
Anstatt ihn vom Motorrad zu kloppen, wozu seid ihr eigentlich fähig? Sorry. Heute ist ein bisschen eine Rage-Episode, kann das sein? Das sind ja solche Teletanten. Jesus Christ. Na, wie gesagt, ich werde mir da irgendeinen PC kaufen. Und dann geht's bergauf. Wow. Sorry, Officer. So. No! Okay, aber gleich, ne? Da dachte ich, komme nicht lang oder was. Ich bin doch nicht so blöd zum Fahren. Quatsch. So, jetzt. Ist aber gut hier. Jesus. So, jetzt gut. Ich habe keinen Bock mehr. Suspect is on foot, ja. So kann man das nennen. Sir, you are under arrest. Genau, taser ihn, bitte. Viel Spaß, ihr schafft das. Kriegen wir das jetzt hin? Gut. Dankeschön. Kann ich wegen euch jetzt mal mein Auto wieder putzen? Und reparieren vor allen Dingen. So. Alle glücklich? Gut. Mann. Was macht ihr jetzt hier? Kuscheln oder was? Aber auch dafür kann man das nutzen. Das finde ich sehr schön. So. Man muss ein bisschen abstimmen mit ELS. Okay, ich rufe dir einen Krankenwagen. Kein Problem. Ich habe dich auch rumgefahren. Da ist er. Los Santos Medical Center Ding. So, ihr macht das, Jungs. Vor allem, bis man den findet, diesen Los Santos Krankenwagen für GTA 4, ist es echt Wahnsinn. Da findet man nichts, wenn man eingibt GTA 5 Ambulanz oder sowas. Nee, da muss man Brute oder sowas eingeben. Und das wusste ich nicht. Ich habe dann irgendwann zufällig den gefunden, Gott sei Dank. Und dann war auch alles okay. So, genau, ihr nehmt den mit. Perfekt. So, darf ich jetzt meinen eigentlichen Job weiter nachgehen oder bin ich hier jetzt Krankenwagenassistent oder so? Also ich würde sagen, ich beam mich mal jetzt hier hin. Teleporting. So, herzlich willkommen und tschüss. Wow. Holy moly, was zur Hölle? Das ist doch cool, oder? Halleluja. Okay, wir machen das Ding wieder aus. Setzen das nach vorne vor allen Dingen, weil sonst nützt mir das nichts. Also ich glaube, ich werde eine Menge schneiden müssen in dem heutigen Video. So, okay. Gut. Ach so. Natürlich fahren wir so nicht durch die Gante. Was denkt ihr von mir? What are you doing? Ich will geradeaus, wir fahren jetzt einfach mal hier. Gut, ich würde sagen, weil hier mal einigermaßen was los ist. Mugging ist nicht meine Abteilung, sorry. Was ist hier los? Wo bin ich? Wo ist denn das Ding? Hallo? Jesus. Was ist hier los? Heute will mich irgendwie die Folge hier foppen. Kann das sein? Ach, da drüben bist du. Halleluja, du. Ach, im Hügel bist du verschwunden. Da kann ich mich ja lange suchen. Okay, wir machen das so. Irgendwie klappt das bestimmt heute noch. Mal gucken. Kommt jemand? Außer ihr. Die Kreuzung fand ich aber interessanter da oben, weil da... Mir nützt nichts, wenn hier keine langfahren, die alle abbiegen. Deswegen würde ich sagen, wir machen das mitten auf die Kreuzung, das Ding. Gut. Nix. Nix, würde sagen, alles. Expired Registration. Wer, genau. Wer ist denn das?
What? Wer denn? Flüchtet der? Natürlich flüchtet der Bus oder was? Ach Gott. Na gut, wir kümmern uns drum. So. Also an Platten schießen. Ich habe echt keine Nerven mehr für solche Leute. Kann ich irgendwie ausbremsen vielleicht? Nö. Er weicht einfach aus. Kennt man ja. Lego Mio. Krieg dich. Einfach ein bisschen ausbremsen zumindest. Yes, baby. Kann ich irgendwie rausziehen aus der Möhre? Ich würde gerne den Bus nehmen. Hallo. Jesus Christ. Okay. So, und da bin ich wieder zurück. In der Hoffnung, dass wir den Bus noch kriegen und danach beende ich die Episode. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist oder wie lange die Episode schon dauert. Wie viel ich vor allem weggeschnitten habe. Weil so viel Blödsinn die Folge passiert, ist mal ehrlich. So, ich bremse, ich versuche ihn wieder abzubremsen. Oder ihn hier dagegen zu drücken, was auch eine gute Taktik ist, wie ich finde. So, kümmert sich irgendjemand, irgendwie um den Bus? Ja, okay, er steigt aus. Er steigt aus, er steigt aus, er steigt aus. Ich gehe hinten lang. So sieht's aus. So, nimmt jemand fest oder wer will hier? Soll ich? Jesus, geh mal aus dem Weg. Ah, okay. Dickerchen macht das. Hier gibt's nichts zu sehen. Sir. Bitte weitergehen. So sieht's aus. Okay, perfekt. Gut. Da würde ich sagen, sehen wir uns in der Endcard. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir immer einen Daumen nach oben da und ein Abo, damit ihr keine Episode von SCPD wann mehr verpasst. Wie immer alles, was ihr gesehen habt, die ganzen Mods, die das Flashlight-Ding und so weiter und so fort, alles in der Videobeschreibung zum Download verlinkt. Und ja, heute war nicht sehr viel Highway Patrol, weil wir nicht viel auf dem Highway unterwegs waren, nur hin und her gefahren, weil wir ein paar Idioten erstmal aus dem Weg fischen mussten, damit wir überhaupt weiterarbeiten können. Aber ich verspreche, nächste Episode gibt es mehr Highway Patrol, vielleicht nochmal eine anständige Episode dafür. Und ja, bis dahin, macht's gut und tschüss. Kannst du schon vergessen, neue Spiele zu spielen drauf? Und davon abgesehen sind 2 Jahre ja schon ziemlich scheiße lang, ne? So, der ist weg. Okay, da ist der Einsatz für mich geklärt. Wo ist denn der, der andere jetzt hin? Der liegt hier... Ist er jetzt tot? Nee. Nee, okay, er lebt noch. Okay, der ist abgehauen. Gott sei Dank. So, da würde ich mir sagen, wir fahren auf diesen Highway, weil auf den anderen habe ich jetzt keinen Bock mehr zurückzufahren. Wir warten noch ganz kurz, bis sie den mitgenommen haben, damit hier alles klar ist. Ja, sieht gut aus. Perfekt. Dankeschön, Kollegen. Was ist das jetzt? Das machen die Kollegen, oder? Das machen die Kollegen. Sind eh dort. Das interessieren mich die jetzt. So, und ja, wie gesagt, wollte ich eigentlich Verkehrskontrollen machen. Aber das nützt hier wahrscheinlich nichts, weil hier der Highway einfach zu kurz ist. Sieht das nicht schön aus? Sieht das nicht schön aus? Okay. Und das ist ohne EMB, sieht das schon schön aus, ne? Ich finde das geil. Geil. Okay. Genug geschleimt. Was ist das hier? Nämlich perfekt für... Highway Patrol Kontrollen, aber... Hier kommen halt so wenig Fahrzeuge, weil ich kann halt auch wirklich nicht die Fahrzeuge bis voll hochknallen. Sonst ist alles im Arsch. Ich werde mir aber hier irgendwo eine Stelle suchen, wo ich mal ein paar Kontrollen machen kann. Hallo? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schnell weg. Hier ist eh offen. Dankeschön. So, hier ist doch ein guter Platz eigentlich. Hier kann niemand hin, hier kann niemand weg.
Hier kommt keiner. Perfekt. So, dann würde ich sagen, stellen wir uns mal hin und gucken uns mal ein Loch in die Straße. Das ist aber echt ein schickes Spielzeug hier, dieses Gedöns. Finde ich cool. Man kann es hochsetzen, man kann es niedrig setzen. Schick, schick. Spotlight Switch, da wie immer alles in der Videobeschreibung zum Download verlinkt. Das mache ich ja immer. Ganz einfach, weil ich weiß, wie es ist, wie scheiße es ist, wenn man zum Beispiel irgendwas Cooles sieht bei irgendwelchen Videos. Und tatsächlich dann nirgendwo verlinkt ist in Videobeschreibung oder sowas. Kannst du vergessen bei manchen YouTubern. Da sitzt du und guckst du und hier kommt keine Sau, ehrlich. Hier kommt eine Sau. Außer Rettungswagen und Feuerwehr kommt hier nichts. So, wir gucken einfach mal. Vielleicht findet man jemanden während der Fahrt, der irgendwie ein bisschen auffällig für uns ist. Übrigens, die Pads, die ich habe, die Polizistenmodelle. Ist hier überhaupt noch irgendjemand da in der Stadt? Ah, hier ist noch jemand tatsächlich. Hallo? Den krieg ich noch. Okay, Glück gehabt. Gut, ich stelle mich mal hier hin und warte mal ein bisschen ab, bis hier ein paar Leute kommen. Ein Bus kommt zum Beispiel. Auch okay. Gut, 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 gut. Vielleicht kommen ja ein paar Fahrzeuge, die hier irgendwas machen können. Auch nichts. So langweilig hier die Stadt. Aber es ist halt der Job von Highway Patrol, dastehen, nichts machen, gucken, ob alles klar geht, ob jemand kommt, der irgendwie in irgendwelche Raster passt und so weiter. Jesus Christ. That's the job, man. Deswegen fahre ich mal weiter. Weil hier keine Sau kommt. Jetzt wollt ihr mir sagen, die kriegen es nicht geschissen, die Birne hier festzunehmen, mal ehrlich. Wenn sie jetzt wirklich dorthin fahren. Jesus. Fahren wir jetzt wirklich wieder dahin und machen das für die? Naja, weil wir eh auf dem Highway unterwegs sein wollten, dann würde ich sagen, machen wir das. Ich will eigentlich auch nur ein kleines Infovideo machen, dass es halt erstmal keine GTA 5 Videos geben wird, weil es einfach nicht möglich ist. Für mich derzeit ohne anständigen PC. Und dass ich mir jetzt einen PC kaufen werde und dass ich das getestet habe, GTA 5, auf minimalsten Einstellungen, also mehr als normal geht ja nicht. Ja, aber naja, was willst du machen? Da steckst du nicht drin. So, ich mache aber das Ding mal an, damit ich sehe, was vor mir irgendwer ist, der interessant werden könnte. Ah, es ist der State Warrant. Oh ja, nicht runterknallen. Wie wär's mit uns? Würdest du bitte anhalten? Jetzt habe ich diesen Einsatz da angenommen oder was und kann deswegen den Typen hier nicht anhalten. Alter Schwede. Immer noch auf dem Highway wollte ich eigentlich fahren. Ja. So, deswegen muss ich gucken, so 600-700 Euro werde ich vielleicht investieren, aber mehr dann auch nicht. Hoffentlich bekomme ich für die Preisklasse irgendwas, vielleicht irgendwas Vergünstigtes oder sowas. Bin ich ja gespannt. Ich kenne mich halt wirklich bei sowas nicht aus. Ich bin da überhaupt nicht reingewachsen in die ganze Materie. Wie manche von euch vielleicht, die das seit 12 Jahren nichts anderes machen oder so. Weil ich hatte mit 14 Jahren echt anderes zu tun. Ich habe da meiste Zeit nur geschrieben, gezeichnet viel. Und hatte überhaupt nichts mit PC zu tun. Ich hatte einen uralten PC, wo ich 14, 15 war. Da lief mit Windows 95 oder 97 oder sowas. Und der Bildschirm war so alt, der hatte einen Blaustich. Bin ich dein Buddy? Ich bin von deinen Kollegen, du Spaten. Der hat einen Blaustich gehabt, der Bildschirm von meinem damaligen Computer. Und mit ein paar Schlägen ging das. Das ist schon eher unsere Abteilung, wenn das der ist. Beziehungsweise wenn der hier irgendwo ist.
Natürlich auf dem anderen Highway, oder was? Komme ich da irgendwie hoch? Ganz kurz gucken. Jesus. Okay, dann werde ich sagen, fahren wir da hin. Mein Fahrzeug steht ja immer noch, was ich vor uns hingestellt habe. Können wir auch mal das Ding removen. Mein Fahrzeug ist noch völlig zerdellt von meinem kleinen Unfall, den ich vorhin hatte. Jesus Christ. So. Ja, wie gesagt, dann nochmal übrigens Dankeschön an den Neil. Weil ohne ihn hätte ich es nicht testen können, weil er hätte wahrscheinlich 50 oder 60 Euro in ein Spiel investiert, weil sie sowieso nicht spielen kann. Die mir dann wiederum beim Kauf eines Computers gefehlt hätten, was ziemlich blöd gewesen wäre. Aber dank ihm konnte ich es testen und sehe ein, dass ich tatsächlich einen neuen Computer brauche. Und dann läuft natürlich auch wieder LCP, die war ein bisschen besser. Vielleicht kann ich dann mit Fraps aufnehmen oder so, was wiederum möglich macht, dass ich INBs benutzen kann, das vielleicht dann flüssiger läuft und wo ihr keine Krise mehr kriegt. Was ist hier los? Ich stehe den Palm mitten auf der Straße. Das habt ihr alles nicht gesehen. So, wie ihr seht, geht hier schon wieder das Spiel in die Knie. Wo ist denn der Typ jetzt? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich wollte eigentlich auf dem Highway bleiben, mal ehrlich. Und jetzt bin ich hier schon wieder sonst wo. In der Pampa. Wenn ich wüsste, wohin der fährt. Ganz kurz beobachten. Okay, jetzt fährt er doch wieder zurück. Jesus. Vorsicht. Dankeschön. Ich biege jetzt hier rein, weil der garantiert wieder dort lang kommt irgendwo, oder? Da hinten ist er. Eyes on suspect. Die machen hier wieder nichts. Das ist natürlich wieder typisch. Da ist er, da ist er, da ist er. Oh, ein schickes Fahrzeug. Hoffentlich fordert er uns in keine Verkehrskontrolle. Genau, in kein Straßenrennen hier. Was habe ich jetzt gemacht? Der flüchtet. What are you doing? Jetzt haben wir hier zwei Verdächtige. So, okay, wir ziehen den aus dem Auto. Und da hat sich schon die Fahrt geklärt für den. So, Los Angeles Police, Absturz. Nein, nicht ganz. So halb zumindest. Los Angeles Police Department, Hände hinter den Kopf, bitte. Sie sind festgenommen, Sir. Hallo? Hallo? Würde ich gerne mal Sie durchsuchen können? Okay, Sie sind hackedicht. Und heute leckt auch GTA 4 wieder, wie Hulle. Jetzt bleibt nochmal locker und stell dich hin, damit ich kontrollieren kann. Die kriegen den schon, oder? Den anderen kriegen die. So, jetzt bleib ruhig. Dankeschön. So, dann kümmern wir uns um den derweil mal. Während sich meine Kollegen um den anderen Spaten kümmert, der hier sonst was treibt. Ich habe keine Ahnung, warum der überhaupt ist auf Emma. Der Bad Guy ist. Aber bitteschön, Sie sind festgenommen, Sir. Würden Sie bitte stehen bleiben, sonst muss ich Sie tasern, ganz einfach. Was mir sehr viel Spaß bereiten würde, bloß mal so fürs Protokoll. Ja, so halb haben wir's. So halb, ja perfekt. So, wie gesagt, muss ich mir jetzt wirklich einen PC kaufen. Ich werde irgendwo ein Spendenkonto einrichten für mich und einen PC. Eine gute Idee, oder? So, lass ich jetzt aber abholen, weil ich jetzt keinen Bock habe, schon wieder hier durch die Kante zu fahren, den Typen. Na, ihr habt doch einen Helikopter eigentlich, oder ist der jetzt bei mir die ganze Zeit? Nö, oder? Hm. Na, auf jeden Fall wird er halt, wie gesagt, auch LCPD war vielleicht ein bisschen flüssiger dadurch. Wenn ich dann einen neuen PC habe, beziehungsweise überhaupt erstmal einen. Bei dem Laptop muss man auch dazu sagen, dass der auch wirklich schon alt ist. Der ist schon ein, zwei Jahre und bei PCs ist das, ich glaube, so ziemliches Rentenalter, weil... Da ja, das ist gut. Das ist gut. Vorsicht. Stehen bleiben. Hallo. Der rast davon abgesehen ganz schön.
Jetzt ist der immer noch da, da hinten. Ich war, der war doch gerade ausgeblendet. Was will denn der von mir? Du, ich fahre jetzt dahin und schieße in den Kopf, ehrlich. Vielleicht cutte ich das auch einfach hier irgendwo, bis ich angekommen bin. So, wenn ihr jetzt dahin fahrt und den festnehmt, nur weil ich hier in der Nähe bin und das nicht eher hinbekommen habt, dann flippe ich aus. Wer ist hier unterwegs? Du. Hat er manchmal Nachteile, ne? Also der wäre schon längst abgehauen und ich wäre dann schon längst los gewesen, wenn ich den Helikopter nicht hinzugefordert hätte, aber weil der den halt die ganze Zeit im Auge behält. Ja, ja. Kollege macht das. Oh, Jesus Christ. Anstatt ihn vom Motorrad zu kloppen, wozu seid ihr eigentlich fähig? Sorry. Heute ist ein bisschen eine Rage-Episode, kann das sein? Das sind ja solche Dilettanten. Dilettanten. Jesus Christ. Na, wie gesagt, ich werde mir da irgendeinen PC kaufen. Und dann geht's bergauf. Wow. Sorry, Officer. So. No! Okay, aber gleich, ne? Da dachte ich, komme nicht lang oder was. Ich bin doch nicht so blöd zum Fahren. Quatsch. So, jetzt. Ist aber gut hier. Jesus. So, jetzt gut. Ich habe keinen Bock mehr. Suspect is on foot. Ja, so, so kann man das nennen. Sir, you're under arrest. Genau, taser ihn, bitte. Viel Spaß, ihr schafft das. Kriegen wir das jetzt hin? Gut. Dankeschön. Kann ich wegen euch jetzt mal mein Auto wieder putzen? Und reparieren vor allen Dingen. So. Alle glücklich? Gut. Mann, 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 Mann. Was macht ihr jetzt hier? Kuscheln oder was? Aber auch dafür kann man das nutzen. Das finde ich sehr schön. So. Man muss ein bisschen abstimmen mit ELS. Okay, ich rufe dir einen Krankenwagen. Kein Problem. Ich habe dich auch rumgefahren. Da ist er. Los Santos Medical Center Ding. So, ihr macht das, Jungs. Vor allem, bis man den findet, diesen Los Santos Krankenwagen für GTA 4, ist es echt Wahnsinn. Da findet man nichts, wenn man eingibt GTA 5 Ambulanz oder sowas. Nee, da muss man Brute oder Brute oder sowas eingeben. Und das wusste ich nicht. Ich habe dann irgendwann zufällig den gefunden, Gott sei Dank. Und dann war auch alles okay. So, genau, ihr nehmt den mit. Perfekt. So, darf ich jetzt meinen eigentlichen Job weiter nachgehen oder bin ich hier jetzt Krankenwagenassistent oder so? Also ich würde sagen, ich beam mich mal jetzt hier hin. Teleporting. So, herzlich willkommen und tschüss. Wow. Holy moly, was zur Hölle? Das ist doch cool, oder? Halleluja. Okay, wir machen das Ding wieder aus. Setzen das nach vorne vor allen Dingen, weil sonst nützt mir das nichts. Also ich glaube, ich werde eine Menge schneiden müssen in dem heutigen Video. So, okay. Gut. Ach so. Natürlich fahren wir so nicht durch die Gante. Was denkt ihr von mir? What are you doing? Ich will geradeaus, wir fahren jetzt einfach mal hier. Gut, ich würde sagen, weil hier mal einigermaßen was los ist.
Mugging ist nicht meine Abteilung, sorry. Was ist denn los? Wo bin ich? Wo ist denn das Ding? Hallo? Jesus. Was ist hier los? Heute will mich irgendwie die Folge hier foppen. Kann das sein? Ach, da drüben bist du. Halleluja, du. Ach, im Hügel bist du verschwunden. Da kann ich mich ja lange suchen. Okay, wir machen das so. Irgendwie klappt das bestimmt heute noch. Mal gucken. Kommt jemand? Außer ihr. Präsidium halt. Und ich habe extra den News nochmal installiert, wo nur diese... Upsi. Diese Sheriff's Departments Skins zu sehen sind. So. Natürlich habe ich jetzt den Typen nirgendwo hier. Ich fahr mal ganz kurz. Vielleicht steht er hier noch irgendwo. Tatsächlich, da hinten steht noch mein Fahrzeug. Das ist ja Wahnsinn, du. Sitzt er noch drin? Tatsächlich. Tatsächlich ist er noch in meinem Fahrzeug drin, du. Okay, jetzt mache ich aber eine Straßensperre. Oh Gott. Hau bloß ab. Damit die langsamer fahren, weil durch die Straßensperren fahren die nämlich langsamer so. Und jetzt muss ich mal ganz kurz hier einen kleinen U-Turn. Ganz kurz, hallo. Bitte weiterfahren. Ganz ruhig weiterfahren. Brav. Fahr weiter. Genau, so ist das brav. So, und jetzt fahren wir dir erstmal zurück zum Polizeirevier, wo wir gerade eigentlich herkommen. Was macht ihr hier? Parteiversammlung? Oder was? So, okay, wir fahren dann direkt zum Polizeirevier. Was ist hier los? Was ist hier los, Kollegen? Braucht ihr Hilfe? Ich dachte schon, hier rennt jemand, den ihr verfolgt. Ja, nur halt mitten auf der Straße. So, wie gesagt, was ich erzählen wollte. Und zwar hat mir der Neil von Anfang an, ist der Abonnent irgendwann, unter den ersten 100 war der. Und der hat mir freundlicherweise sein GTA 5 bzw. sein Steam-Account zur Verfügung gestellt, damit ich mir GTA 5 runterladen kann und nicht meine Abteilung. Ja, damit ich mir das halt runterladen kann und testen kann, ob das bei mir läuft, weil eben mein Gedanke war, dass ich eben die 70 oder 60 Euro oder wie halt das Spiel kostet, keine Ahnung gerade, investieren soll in das Spiel GTA 5. Und ja, dafür musste ich halt erstmal gucken, ob es überhaupt auf meinem Laptop läuft, was natürlich von vornherein schon mal Quatsch war, weil ja gerade mal GTA 4 läuft, einigermaßen. Und auch nur an guten Tagen. So, das geht doch mal überhaupt nicht, was hier los ist. Das ist mein Highway, der hier versperrt ist. Warum auch immer. Was ist hier los bei euch? Kann sich hier irgendjemand drum kümmern? Danke. So, jetzt noch den. So, und ja, da habe ich das eben runtergeladen nach 7 Stunden. Irgendwann konnte ich es dann mal antesten und es lief erstmal die erste... Die erste Mission lief ganz flüssig, aber das war wahrscheinlich auch nur, weil das in diesem kleinen, das ist mein Ding. Kann ich machen, ist eh disregard. Nein, okay. Dann einmal natürlich doch mal hin, auch wenn das überhaupt nicht meine Abteilung ist. Ich wollte eigentlich Verkehrskontrollen machen und so weiter und so fort. Aber dann halt im freien Modus, dann wo ich dann wie heißt er? Der farbige Typ halt. Ich habe das so ewig nicht mehr gespielt, deswegen habe ich keine Ahnung, wie die alle heißen da. Ja, im freien Modus ging es auch einigermaßen, bis ich dann halt anfing, ein bisschen schneller zu fahren und dementsprechend hat es dann geruckelt. Wahrscheinlich kommt er einfach nicht hinterher beim Stadtnachladen und so weiter, weil ich halt so wenig Arbeitsspeicher ganz einfach habe wahrscheinlich. So, hier irgendwo. Okay, gucken wir uns mal ganz kurz hier um nach irgendwelchen verdächtigen Fahrzeugen. Und... Hat er irgendwas? Ne. Und ja, dementsprechend hat es halt sich tot geleckt. Ab und zu, zwischendurch lief es eigentlich ganz flüssig. Hier steht irgendwas. Leuchtet, oder? Es sah so aus, als ob seine Rücklichter leuchten. Tun sie aber nicht.
Und auf jeden Fall hat es halt totgeruckelt. Dann irgendwann habe ich noch so einen Benchmark-Test gemacht. Hier ist was. Okay. Was mache ich damit? I don't know. Ah, a bomb squad has been dispatched to your location. Das ist schön. Fall schon mal beiseite, damit ihr überhaupt noch reinkommen. Ist not available oder kommt das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Weil hören tue ich nichts. Oder bilde ich mir das ein jetzt? Ich höre nichts. Hallo? War das das Fahrzeug jetzt? Bin ich jetzt ganz bescheuert? Willst du mich eigentlich verarschen? Was ist heute los hier? Die veräppeln mich heute. Ist sie doch weg, die Bombe, oder? Bin ich jetzt völlig mit Schucke? Auf jeden Fall konnte ich es testen und jetzt steht halt fest, dass ich wirklich einen Computer brauche. Bin auch dabei, habe schon fleißig geguckt, ob ich irgendwas finde. Ich brauche auch keinen für 1300, 500 Euro oder keine Ahnung. Sondern mir reicht einer für 500, 600 wahrscheinlich. Da halt ein bisschen mehr kann. Ich brauche den für nichts sonst. Ich brauche den einfach nur für ein bisschen GTA. Und vielleicht das ein oder andere Spiel mal, was so auf meinem Laptop hat nicht so wirklich lief. Jetzt gucke ich erstmal ganz kurz, wo ich hin muss. Ja, dann kann ich ja schon mal anfangen zu als... What the... Fucking Jesus. Deine Mama. Deine Mama. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Episode von LCPD, war wir von heute den Rapid Cruiser des Los Santos Sheriff's Department und fahren eine kleine Highway Patrol, würde ich sagen. Machen ein paar Traffic Stops, das Übliche, was so Highway Patrol zu tun hat, Verkehrseinsätze, Unfälle und so weiter, was halt so die ganzen Call-Out-Mods und so weiter bringen. Und ja, dann wünsche ich viel Spaß bei der Episode und wir fahren direkt los, denn ich habe eine Menge zu erzählen heute. So, wir machen erstmal das Licht aus. So. Natürlich wieder wie immer das Los Santos typische, beziehungsweise den Los Santos typischen Sonnenuntergang, den ich ja so sehr mag, muss ich sagen. So, wir können auch übrigens erstmal, bevor ich irgendwas mache und irgendwas erzähle, die HUD und die Map wieder einstellen, damit wir auch wissen, wo wir hinfahren. Wir folgen natürlich einfach mal dem Highway, würde ich sagen. Ich habe installiert übrigens neu ein paar Mods, unter anderem das Automatic irgendwas Kennzeichen Reader Dingens Plate Num Plate irgendwas Gerät, was einfach automatisch die ganzen Kennzeichen und so weiter abcheckt, ob da irgendwas vorliegt gegen das jeweilige Fahrzeug bzw. den jeweiligen Fahrer. Und noch dazu, was macht der hier? Der ist nicht so ganz sicher, was er zu tun hat. Dem geht so wie mir quasi. Noch dazu habe ich installiert ein Flashlight, was vom Fahrzeug aus ausrichtbar ist und so weiter und so fort, damit wir halt bei Verkehrskontrollen zum Beispiel von hinten das Fahrzeug einigermaßen anständig ausleuchten können und sehen, was so vor sich geht, noch bevor wir am Auto quasi sind, weil manchmal ist es ziemlich gefährlich, sowas zu machen. Und ich würde den einfach jetzt mal ganz kurz kontrollieren, wenn wir schon mal dabei sind, je nachdem, wo er gerade mal anhalten möchte. So, und sobald wir den Traffic Stop hinter uns haben, würde ich sagen, komme ich dann zu dem Punkt, was ich eigentlich erzählen wollte. Bin ich jetzt eigentlich schon am Fahrt? Ja, jetzt, okay. So, kommt da noch jemand? Okay. So, jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, was ich machen wollte, ich Idiot. Lag. Dankeschön. Ich dachte schon, what's up, man? So, und hier kann man, ihr seht schon im Hintergrund, kann man das richten, links und rechts. So, was uns natürlich jetzt bei dem Fahrzeug gerade nichts bringt. Aber naja, wir gucken uns das mal an, hier den Typen ganz kurz. Muss natürlich aufpassen, weil sich das natürlich nicht mit den runden Leuchten da verträgt. Weil jetzt habe ich nämlich die runden Leuchten abgeschalten, ich Idiot. So, schönen guten Tag, Los Santos Highway Patrol. Ich habe mir gern Ihre Papiere gesehen, allgemeine Verkehrskontrolle. So, da gucken wir mal. Und wir checken das am Computer ganz kurz ab, weil ich sowieso wieder die Signallichter anschalten möchte, weil das mir doch schon ein bisschen gefährlich ist, wenn wir hier einfach so auf der Straße stehen und nichts anhaben. So, das können wir auch zusätzlich noch anschalten.
Mason Monroe. Der Name kommt mir bekannt vor. Okay, sind zwei Haftbefehle immerhin, aber immerhin eine gültige Fahrlizenz. Halleluja. So, habe ich jetzt das Ding eigentlich schon an? Okay. Gut, da bin ich jetzt gespannt. Hoffentlich bleibt er stehen, der Gute. Zur Service, bitte Sie mal auszusteigen. Okay, now get out. Let me see your hands on the roof. Attention all units. We have a report of a mugging. So, Sir, gegen Sie liegen Haftbefehle vor, die ich hiermit vollstrecken muss. Inwiefern und welche Haftbefehle, das sehen Sie dann auf dem Polizeirevier. Ich bitte Sie einfach, sich ruhig zu verhalten. Keine Anstalten zu machen. Dann wird man das ganz gechillt um die Bühne, über die Bühne bringen können. Okay, Sir, dann bitte umdrehen. Ich lege jetzt Handfesseln an. Verfrachte Sie in das Fahrzeug von mir und dann, fahre ich sie natürlich auf die Polizeistation. Noch mal alleine. Ja, ihr könnt schon weiterfahren. Ich muss bloß noch ganz kurz den Kollegen hier Platz nehmen lassen, damit wir überhaupt mal vorankommen. Fahr mir jetzt ja eine hinten rein, du. So, dann kontrolliere ich noch den Senf vom Kofferraum. Ja, dann kann ich ja schon mal anfangen zu als... What the... Fucking... Jesus. Deine Mama. Deine Mama. God damn it. Vibriert meine Hose, mein Handy vibriert, Halleluja. Aber wenn wir schon mal dabei sind, was ich außerdem installiert habe, wie man sieht. Der Los Santos Medical Center, Rettungswagen. Wo vielleicht auch die nächsten Tage mal ab und zu eine neue, was war das? FTLC, FA oder sowas? Irgendwie sowas, halt Rettungswagen, Script-Dings. Ne? So, ich spawn mir ganz kurz ein neues Fahrzeug. So, ich habe den als News nochmal neu installiert, weil ich irgendwie nicht gecheckt habe, wie man hier die Libraries ändern kann, also die Skins von dem Fahrzeug. Das funktionierte irgendwie nicht so richtig. Shut up! Deswegen sind die hier normalen Skins vom Polizei...